So, das ist jetzt also der Mond durch das Maksutov-Spektiv. 70 mm Linsendurchmesser, 25 bis 75-fache Vergrößerung. Jetzt ist allerdings die Lumix GF1 direkt angeschlossen, also fokal, ohne Objektiv. Per T-Adapter. Dadurch ist die Vergrößerung nicht sehr hoch, also vielleicht 25-fach ungefähr. Aber das Bild ist sehr schön klar und hell. Man sieht jetzt, wie durch die Erdrotation und natürlich auch die Bewegung des Mondes, also sich der Mond bewegt.